Nemetschek. Bei Nemetschek sieht das Ganze hier sehr positiv aus. Plus 15% heute. Also Nemetschek im Moment genauso stark gesucht wie die Aktie von Meyer Burger, die wir vorhin schon angeschaut haben. Das, was bei Nemetschek hier insbesondere, glaube ich, den Anlegern gefällt, ist diese Umstellung auf Software as a Service, also die Abo-Modelle. Ja, Nemetschek bietet Software für die gesamte Baubranche an, unterstützt also Unternehmen auch bei der Digitalisierung der Projekte und so weiter. Ganz spannendes Feld, wie ich finde. Hier ist zwar davon auszugehen, ja, dass die Baubranche aufgrund dieser steigenden Zinsen, die wir halt sehen, nicht ganz so top weiterläuft, aber das scheint hier keinerlei Einfluss zu haben auf das Geschäftskonzept von Nemetschek. Der Umsatz ist in 2022 wie erwartet um 18% gestiegen. Da hatten wir ja schon mal vorläufige Zahlen, jetzt die endgültigen. Die bestätigen das Ganze. EBITDA ist um 16% angestiegen auf 257 Millionen von 222 im Vorjahr. Die Marge, die liegt bei 32%. 32% EBITDA-Marge, das finde ich ziemlich gut. Die lag im Vorjahr auch deutlich niedriger. Und das, was eigentlich am schönsten ist, Nemetschek hat eben aufgrund dieser Umstellung Richtung Abo-Modell inzwischen eine neue Kennzahl, die sie hier ausweisen. Das ist so eine typische SaaS-Kennzahl, ARR nennt sich das. Annual Recurring Revenue, also wiederkehrende Umsätze, jährliche wiederkehrende Umsätze. Und die sind sehr stark gestiegen in 2022. Die sind um mehr als 27% angestiegen auf insgesamt über 580 Millionen Euro. Jetzt machen die Jungs von Nemetschek also 580 Millionen Euro Umsatz mit wiederkehrenden Umsätzen, die also planbar sind für jedes Jahr, auf einen Gesamtumsatz von etwas über 800 Millionen. Das heißt, zwei Drittel der Umsätze sind hier inzwischen wiederkehrend. Und das ist natürlich toll. Ja, weil diese wiederkehrenden Umsätze, die sind sehr rezessionssicher. Da hat man oft keine großen Schwankungen drin. Die machen das ganze Geschäftskonzept sehr gut planbar und die sorgen auch dafür, dass die Gesamteinnahmen pro Kunde mittelfristig ansteigen. Ja, hat man also mehr von als Softwareanbieter, als wenn man seine Software eben verkauft und nur eine Einmalzahlung hat. Es ist viel schlauer, das Ganze als Abo-Modell zu fahren und das, da ist eben Nemetschek mitten in der Umstellung. Dieser Prozentsatz von zwei Drittel, der soll im nächsten Jahr sich nochmal erhöhen auf drei Viertel. 75% der Umsätze sollen dann wiederkehrend sein und bis 2024 soll das Ganze sogar in die Range von 85% gehen. Und diese News, das, was jetzt hier in Aussicht gestellt worden ist, das gleicht im Prinzip aus oder überkompensiert den Fakt, dass aufgrund dieser laufenden Umstellung, die im Moment hier zugange ist, dass aufgrund dieser Umstellung die Margen fürs laufende Jahr wahrscheinlich rückläufig sind. Hier erwartet man jetzt nach 32% Marge in 2022, erwartet man jetzt nur noch zwischen 28 und 30. Und auch das Umsatzplus wird entsprechend geringer ausfallen. Ja, 2022 waren es, habe ich gerade gesagt, noch 18% Umsatzwachstum. Man rechnet jetzt nur noch mit 4 bis 6% für 2023. Ja, das ist am Ende aber nicht schlimm. Das ist eine völlig normale Entwicklung, wenn man eben umstellt auf ein Abo-Modell. Ich denke, wir haben bei Nemetschek eine sehr gute Chance, hier recht zügig auch wieder in diesen Bereich hier oben um 70 € reinzulaufen, diesen Widerstandsbereich hier um 70 €. Das wäre für mich so das nächste Ziel hier für die Nemetschek-Aktie. Die Bodenbildung, ja, die scheint hier beendet zu sein. Wir sind jetzt aus diesem Widerstandsbereich hier oben ausgebrochen, ja, haben jetzt also ganz klar diese Widerstandszone durchschritten, und damit dann eben endgültig die Bodenbildung abgeschlossen. Und wie gesagt, mein Ziel ist jetzt erstmal hier ein Anlauf Richtung 70 €.